So, noch ein kleiner Food Haul. Ich war heute beim Walmart. Ich habe so ein Play-Doh-Set genommen für den Kleinen, für den Osterkorb. Da, sowas halt. So ein kleiner. Das war 25 Dollar. Ja. Dann habe ich Zahnpasta genommen. Das ist Fluoride-free. 4,84. Dann habe ich Zahnseide. 2,78. Dann habe ich hier Puderzucker genommen, 1,88 $. Dann habe ich hier Organic sowie Gummibärchens. Das ist vegan, das ist also nichts mit tierischer Gelatine und sowas. Also das sind 5 Beutelchens drinnen. Das war 4,67 $. Ich mache morgen meine eigenen Gummibärchens, weil Ewald ist jetzt verrückt nach Gummibärchens. Dann habe ich Eier. 4,58 $. Dann habe ich Mini-Donuts, 1,24 $. Das letzte Mal, wo ich sie gekauft habe, war es nur 1 Dollar. Dann habe ich hier Tonic Water, das ist 2 Liter, das war 97 Cent. Das ist bitter und das schmeckt mir einfach total. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Tonic Water, weiß ich gar nicht, aber es ist halt bitter. Dann waren diese Lara Bars im Angebot, das heißt 5 Bars für 5 Dollar. Dann habe ich die Peanut Butter Chocolate Chip genommen und Coconut Cream. Und die sind auch eigentlich lecker. Dann habe ich Paneer genommen. Das ist irgend so ein Käse, den man gut braten kann und weiß ich nicht, was nicht alles. Das war 4,77 $, 400 Gramm. Das wollte ich schon immer mal probieren. So, werde ich mal probieren. Dann habe ich hier so ein Stain Remover. Wo man Wäsche einweichen vorher kann, bevor man es waschen tut, für Fleckenlöser. 2 Kilogramm, 7,47 $. Malzbier, 6 Flaschen, 7,47 $. Billiger gibt es in einem anderen Laden die, aber ich war jetzt halt beim Walmart, so habe ich das genommen. Dann diese Goldfish-Snack, diese Fisch-Käse-Crackers, 2,97 $. Dann habe ich 2 Tüten gesalzene Sonnenblumenkerne genommen. Fast 500 Gramm, 2,27 $. Ich habe 2 Tüten genommen. Und dann haben wir mal eine ungesalzene Butter, auch 454 Gramm, war 3,87 $. So, ich habe dafür 2 genommen. Und das alles war 100 Dollar.